Er ist tot. Ja. Ja? Etwas mehr müssen Sie schon sagen. Unter Ihrem Fenster liegt ein toter Mann und alles, was Sie sagen, ist ja. Wer ist der Mann? Er wohnt gegenüber. Er hat seine Frau umgebracht. Was? Er hat seine Frau umgebracht. Vorgestern. Vorgestern Nacht. Er hat seine Frau umgebracht? Woher wissen Sie das? Haben Sie es gesehen? Nein, aber ich weiß es. Er wollte mich auch umbringen. Aber er ist doch tot, nicht Sie. Das ist mir auch lieber so. Also, jetzt passen Sie mal auf. Vor genau 16 Minuten bekommen wir einen Anruf, dass aus diesem Fenster hier ein Mann auf den Hof gestürzt ist. Jemand rief an und sagte, ich habe gerade gesehen, wie jemand aus einem Fenster im dritten Stock gestürzt ist. Wir stellen noch ein paar Fragen, das Übliche halt, und fahren dann los, mein Kollege und ich. Und richtig, unten im Hof, genau unter Ihrem Fenster, liegt ein Mann, tot. Ich will Sie ja nicht schockieren, aber wissen Sie was? Wir dachten, da hat sich jemand aus dem Fenster gestürzt. Kommt vor, jemand, der Wohnungsinhaber, also Sie. Aber nein, Sie sitzen ja hier, machen sogar noch Witze. Naja, wie der Mann aus Ihrer Wohnung in den Hof kommt, wissen wir ja jetzt. Auf dem kürzesten Weg, direkt ins Fenster. Aber wie kommt er in Ihre Wohnung? Und sagen Sie jetzt nicht durch die Tür. Er wollte mich umbringen. Er kam rein, um mich umzubringen. Warum? Warum wollte er Sie umbringen? Weil ich weiß, dass er seine Frau umgebracht hat. Er kam rein, um Sie umzubringen, weil Sie wissen, dass er seine Frau umgebracht hat. Aber wie? Das weiß ich nicht. Aber er hat sie umgebracht. Woher wissen Sie das? Haben Sie gesehen, wie er seine Frau umgebracht hat? Das haben Sie schon einmal gefragt. Und was haben Sie geantwortet? Dass ich es nicht gesehen habe. Und woher wollen Sie es dann wissen? Hat es Ihnen gesagt? Nein. Das heißt, doch, ja, indirekt. Was heißt indirekt? Er wollte mich umbringen. Wissen Sie was? So kommen wir nicht weiter. Irgendetwas läuft hier schief. Ich frage, Sie antworten. Soweit ist noch alles in Ordnung. Aber jetzt das Problem. Ihre Antworten beantworten meine Frage nicht. Normalerweise ist das so. Man fragt, dann bekommt man eine Antwort und auf einmal ist die Frage verschwunden. Weg. Keine Frage mehr da. Richtige Antwort, Frage weg. Verschwunden. Verstehen Sie, was ich meine? Sie erklären das sehr gut. Sie meinen für einen einfachen Polizisten? Für einen einfachen Polizisten erst recht. Sie meinen, ich könnte es noch weiterbringen? Aber sicher. Aber wie? Was raten Sie mir? Was muss ich tun, um es noch weiterzubringen? Keine Ahnung. In Krimis kommt es manchmal vor, dass ein einfacher Polizist einen Mörder fängt und daraufhin zur Mordkommission versetzt wird, zur Belohnung. Lesen Sie Krimis? Ja, ich lese Krimis. Jeder liest Krimis. Sind Sie ein Mörder? Haben Sie den Mann da unten umgebracht? Er ist aus dem Fenster gefallen. Zigarette? Also ein Unfall. Der berühmte Unfall. Ja, auch. Aber nicht nur. Schon wieder. Was? Schon wieder? Na, Ihre berühmten Antworten. Sie wissen doch, die, bei denen die Frage anschließend nicht weg ist, sondern fünf neue da. Und dabei haben Sie eben so getan, als hätten Sie mich verstanden, als ich es Ihnen erklärt habe. Sie haben sogar gesagt, ich hätte es sehr gut erklärt. Ich wollte ihn nicht umbringen, sondern er mich. Und dabei ist er aus dem Fenster gefallen. Ein nicht sehr erfolgreicher Mordversuch. Der nicht. Der? Ach so, er hat ja seine Frau umgebracht. Ja. Aber das haben Sie nicht gesehen, das wissen Sie nur. Und wissen tun Sie es, weil er es Ihnen gesagt hat. Indirekt. Indem er Sie umbringen wollte. Stichhaltig. Logisch. Zwingend. Aber woher wussten Sie es vorher? Ich meine, bevor er es Ihnen indirekt gesagt hat. Ich meine, er wollte Sie umbringen, weil Sie wussten, dass er seine Frau umgebracht hat. Aber erst, weil er Sie umbringen wollte, wussten Sie es.
Und jetzt liegt er 3 Stockwerke tief unter Ihrem Fenster. Tot. Verstehen Sie, da gibt es eine Lücke. 3 Stockwerke hoch. Mindestens. Es kann gar nicht anders sein. Was kann gar nicht anders sein? Dass er sie umgebracht hat. Wissen Sie was? Wir klären eins nach dem anderen. Zuerst der eine Tote unter Ihrem Fenster. Sie wissen, der, der lebend aus Ihrem Fenster fiel. Der, der jetzt unten liegt. Der, den ich gesehen habe. Und dann den Toten, der, wie Sie sagen, auch tot ist. Den Sie nicht gesehen haben. Oder haben Sie ihn gesehen? Das habe ich doch schon gesagt. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Sie. Es war eine Frau. Seine Frau. Ich will nur präzise sein. Jetzt frage ich, ob Sie eine Tote gesehen haben. Ich meine nicht überhaupt oder irgendwann einmal oder irgendwo. Sondern ob Sie eine Tote gesehen haben, die dieser Mann, der jetzt tot im Hof liegt, umgebracht haben könnte. Wenn Sie mir noch ein wenig Zeit lassen, könnte ich mich noch etwas präziser ausdrücken. Nein, ich habe nicht gesehen, wie er sie umgebracht hat, und ich habe keine Tote gesehen. Aber das hilft uns doch schon mal weiter. Nicht, dass wir über Ihren Toten, Verzeihung, Ihre Tote nicht auch reden sollten. Aber Sie werden doch zugeben, dass mein Toter, beachten Sie, dass ich nicht sage Ihr Toter, dass also mein Toter, ich meine den, der noch lebend aus Ihrem Fenster fiel, das Recht hat, zuerst anzukommen. Also? Kannten Sie den Mann? Nein. Ich will erst mal erklären, was ich will. Ich will nicht, dass Sie mir jetzt sagen, dass der Mann ein Mörder war, der seine Frau umgebracht hat und der gekommen ist, um Sie umzubringen, weil Sie wussten, dass er ein Mörder war. Das alles sollen Sie mir erst mal nicht sagen. Sie sollen mir ganz einfache Sachen sagen. Wie zum Beispiel, der Mann kam durch die Tür herein und fiel durch das Fenster hinaus. Verstehen Sie, was ich meine? Ganz einfach nur Tatsachen. Also, kannten Sie den Mann? Ich habe ihn oft gesehen. Er wohnt gegenüber. Was heißt, Sie haben ihn oft gesehen? Wo? In seiner Wohnung. Ich bin ihm nie begegnet. Nur einmal. Also gut. Aber was heißt, Sie haben ihn gesehen? Ich habe ihm zugesehen. Ich habe ihn beobachtet. Sie haben ihn beobachtet? Gab es einen Grund dafür, ihn zu beobachten? Haben Sie ihn verdächtigt? Weswegen? Nein, ich habe ihn nicht verdächtigt. Weswegen auch? Ich kannte ihn ja gar nicht. Es gab keinen Grund, ihn zu beobachten. Weder ihn noch irgendeinen anderen. Sehen Sie sich doch einmal um. Nein, nicht draußen. Hier. Hier im Zimmer. Was sehen Sie? Ein Bett. Ein Sessel. 3 Stühle. Ein Tisch. Nein, 2 Tische. Und noch 2 Stühle. Ein Schrank. Ein Kühlschrank. Was würden Sie den ganzen Tag machen, in meiner Lage? Sie haben recht. Das Gleiche wie Sie. Aus dem Fenster sehen. Na, sehen Sie. Und warum haben Sie gerade ihn beobachtet? Nicht nur ihn. Ich habe alle beobachtet, zuerst. Ich habe ihnen einfach nur zugesehen, ohne ein besonderes Interesse. Wie ist das denn mit Ihrem Bein passiert? Vor 2 Wochen. Ein Unfall. Dauert es lange? Wenn Sie den Unfall meinen, da dauerte 2 Sekunden. Wenn Sie meinen, bis der Bruch wieder geheilt ist, noch 3 Wochen. Dann haben Sie ja das meiste hinter sich. Ja. Mögen Sie etwas trinken? Oder sagen Sie jetzt, ich bin im Dienst? Danke, ja, ich mag etwas trinken. Und ja, ich sage jetzt, ich bin im Dienst. Ich trinke nur im Dienst. Da hinten, hinter dem Vorhang im Kühlschrank. Gläser sind im Regal drüber. Whisky im Kühlschrank? Ein Feinschmecker. Liest Krimis, trinkt im Dienst. Jetzt bin ich sicher, dass sie es noch weit bringen. Wenn ich jetzt noch einen Mord aufkläre, wenn ich nur wüsste, welchen. Suchen Sie ihn sich doch heraus. Es gibt also mehrere? Ich habe nicht gesagt, Sie sollen sich einen heraussuchen, sondern Sie sollen sich den einen heraussuchen. Es gibt nur einen. Den ohne die Leiche, den Sie nicht gesehen haben. Langsam verstehen wir uns. Meine Arbeit ist auch nicht einfach. Also gut. Ich werde Sie festnehmen. Festnehmen? Verhaften. Einsperren. Weswegen?
Weil ein Mann aus meinem Fenster gefallen ist, der mich umbringen wollte? Weil ich mich gewehrt habe? Aber nein, nein. Wo denken Sie hin? Nein, weil Sie Whisky im Kühlschrank aufbewahren. Ich meine, das andere ist doch eine Lappalie. Ein Mann kommt zu Ihnen in die Wohnung und kurz darauf liegt er mit gebrochenem Genick 3 Stockwerke tiefer im Hof. Ich meine, das ist doch nun wirklich nichts Besonderes. Nein, es ist der Whisky im Kühlschrank. Darf ich? Ja, auch noch einen. Und würde es Ihnen etwas ausmachen, mir etwas Wasser zu holen? Dünn. Wie Ihre Geschichte. Das müssen Sie doch zugeben. Oder etwa nicht? Sie werden es nicht glauben, das gebe ich sogar zu. Da brauche ich nichts zu glauben. Das sehe ich. Und sehen Sie, genau das ist das Problem. Sie glauben erst, wenn Sie etwas sehen. Aber nein, dann brauche ich doch nichts mehr zu glauben. Also, entweder wir haben viel Spaß miteinander oder wir kommen keinen Schritt weiter. Also Spaß habe ich jetzt schon. Ein Mann mit einem Bein im Gips sagt, er käme keinen Schritt weiter. Ja, also gut, also gut. Was glauben Sie denn, was Sie da sehen? Okay, mir auch recht. Vielleicht geht's ja besser so. Sie fragen und ich antworte. Also, ich sehe, dass ein Mann auf dem Hof liegt. Ein toter Mann, der kurz vorher in Ihrer Wohnung war. Lebendig. Ich glaube, dass der Sturz tödlich war. Ist er gestürzt oder haben Sie ihn gestürzt? Lange halten Sie es aber nicht aus. Was? Keine Fragen zu stellen. Stimmt. Sie rutschen immer wieder heraus. Das liegt daran, dass Sie sich einfach aufdrängen. Also, ist er gestürzt oder... Also, es wird Sie amüsieren, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht genau. Es ging... Sie meinen, es ging alles so schnell, etwas in der Art? Ja, auch. Also... Lassen Sie mich mal so fragen. War es so, dass der Mann durch die Tür da hinten reinkam, zu Ihnen sagte, Sie wissen, dass ich meine Frau umgebracht habe und dann aus dem Fenster sprang? Ja? Na, ich sagte doch, er wollte mich umbringen. Ich habe mich gewehrt. Es gab einen Kampf. Warum lachen Sie? Kommt Ihnen alles wohl selber komisch vor? Der Kampf muss wahrscheinlich komisch ausgesehen haben. Also er versuchte irgendwie, mich aus dem Rollstuhl hier zu zerren, ja? Und ich... Naja, ich habe einfach wild um mich geschlagen und geschrien. Wissen Sie, es gibt nur 2 Sachen, an die ich mich bei dem Ganzen genau erinnere. Das eine ist, dass ihm das Hemd hinten aus der Hose gerutscht war. Und das andere ist sein Fuß. Ich sah überhaupt nicht, wie er aus dem Fenster fiel. Ich sah nur seinen Fuß, der noch für einen Moment zu sehen war. Ja, nur sein Fuß. Was Sie mir erzählen wollen, ist also Folgendes. Ein Mann, der, na sagen wir, grob geschätzt 85, 90 Kilo wiegt, wird von einem Mann im Rollstuhl, der sich kaum ein Glas Wasser holen kann, aus dem Fenster geworfen. Ja? Genau, das wollte ich Ihnen erzählen. Ja. Hm. Ich meine, ich hätte es nur ein bisschen anders erzählt. Aber die Fakten, Sie sehen doch, dass sie stimmen, oder nicht? Hm. Das wird ein langer Tag heute. Können Sie vielleicht aufmachen? Kommen Sie. Lars Torwald, Handelsvertreter, 53 Jahre. Wohnte gegenüber, 525 Benedict Avenue. Was sagt der Arzt? Der ist schon wieder weg. Genickbruch. Fast alles andere ist auch gebrochen. Aber Todesursache Genickbruch. Angehörige? Ich war drüben, keiner da. Die Nachbarin sagt, dass er verheiratet war. Die Frau scheint verreist zu sein. Was gibt's da zu lachen? Ermordet. Unser Freund hier behauptet, ermordet. Die Frau ist nicht verreist, sondern tot. Ermordet. Von ihrem Mann, dem da unten. Ich habe ihn übrigens wegbringen lassen. Ist doch in Ordnung, oder? Haben Sie es versucht? Was? Ach so, ja. Und? Hat's geklappt? Wieder nicht. Dann ist es in Ordnung. Waren Sie drin in der Wohnung? Nein, hat keiner aufgemacht. Dann sehen Sie zu, dass Sie reinkommen. Und sehen Sie nach, ob da drüben eine tote Frau rumliegt. Und falls sie nicht mitten im Zimmer liegt, dann sehen Sie auch im Kühlschrank nach. Und unterm Bett, im Schrank, unterm Teppich. Überall, wo man die Leichen normalerweise versteckt. Unser Freund hier ist nämlich ganz sicher, dass der Verstorbene ein Mörder ist. Heißt das eigentlich ist oder war?
Solange der Ermordete tot bleibt. Jetzt haben Sie ja mal einen Spielkameraden gefunden. Wir haben auch viel Spaß miteinander. Sie sollten mal seine Geschichten hören. Außerdem hat er mir noch eine große Karriere prophezeit. Bevor Sie rübergehen, wollen Sie einen Schluck trinken? Ja. Nein, danke. Jetzt nicht. Lesen Sie Krimis? Wieso? Sie glauben mir kein Wort. Stimmt's? Ich will es mal so ausdrücken. Wenn mein Kollege gleich zurückkommt, bleich oder grün, und zuerst nach dem Whisky greift und dann sagt, oh mein Gott, das viele Blut und die Tote. Also dann fange ich an, ihnen zu glauben. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Nein, ehrlich, der kann kein Blut sehen. Dem wird sofort schlecht. Immer, ganz sicher. Ich glaube nicht, dass sie in der Wohnung ist. Moment mal, das hätte doch mein Satz werden sollen. Wissen Sie, ich habe einen Vorsprung vor Ihnen. Sie meinen, Sie wissen etwas? Nein, nein, nein. Wissen Sie, ich kann nicht rumlaufen. Naja. Das ist wirklich ein Vorteil. Seit 14 Tagen sitze ich hier. Und das Einzige, was ich mache, ich sehe aus dem Fenster. Klingt langweilig, oder? Ich sage Ihnen, das ist es nicht. Das ist es ganz und gar nicht. Sehen Sie, wenn Sie rumlaufen, unterwegs sind, ständig woanders, dann sehen Sie immer was Neues. Immer neue Bilder, ständig was anderes. Ich sehe immer das Gleiche. Jeden Tag, von morgens bis abends. Jeden Tag, seit 2 Wochen. Immer das Gleiche. Und wenn Sie immer das Gleiche sehen, mein Freund, das Gleiche, dann sehen Sie ganz bald, dass das nie dasselbe ist. Dann sehen Sie, wie sich das Gleiche ständig verändert. Da ändert sich etwas, dort ändert sich etwas, hier eine Kleinigkeit. Dort sehen Sie etwas, was gestern noch nicht da war, und etwas, was gestern noch da war, ist heute verschwunden oder sieht heute ganz anders aus. Nur, wenn Sie immer das Gleiche sehen, sehen Sie die Veränderung. Also, nein, nein, hören Sie mir zu. Vor 14 Tagen bin ich hier eingezogen. Das heißt, man hat mich reingetragen. Ein Kollege hat meinen Koffer hochgetragen und der Taxifahrer hat ihm geholfen, mich hochzutragen. Dann hat der Kollege meinen Koffer ausgepackt und seit dieser Zeit sitze ich hier. Arsch. Ja, Sie müssen sagen, auf meinem Arsch. Erst dann wirkt so richtig verbittert. Falsch. Sie irren sich schon wieder. Ich bin überhaupt nicht verbittert. Ich lebe gerne so. Ich habe immer so gelebt. Seit ich es mir aussuchen konnte, habe ich immer so gelebt. Sie sehen einen Mann in einem schäbigen Zimmer und schon wissen Sie Bescheid. Sie sehen etwas, dann erkennen Sie es wieder und schon wissen Sie Bescheid. Sie haben nur Klischees im Kopf. Na gut, der Vorhang da hinten kommt weg, sobald ich mich wieder bewegen kann. Also gut, wissen Sie, was mir zuerst auffiel? Was? Der Musiker. Ich saß also hier auf meinem Arsch und hörte mich um. Mann, hörte mich um. Ja, hörte mich um. Und das meiste kannte ich. Den Krach von der Straße, die Autos, das Kindergeschrei, Tauben, die Krach machen, sogar den Baulärm vom Haus gegenüber. Das war alles nichts Neues. Großstadt. Die Schritte aus der Wohnung über mir, Geschirrklappern mittags, laut, leise. Das kann man regeln. Rechtes Fenster Verkehr, linkes Fenster eher intim. Hauptstraße, Hinterhof. Der Musiker. Richtig. Der Musiker. Ein Posaunist. Wissen Sie, dass die Posaune das Instrument ist, das der menschlichen Stimme am nächsten kommt? Mir geht's zumindest so. Verstehen Sie was von Musik? Nein. Manche höre ich gern. Ich auch nicht. Das Klang in all dem Lärm da draußen. Das ist ja nicht die Lautstärke, der Krach, sondern diese unglaublich vielen Geräusche, die sich addieren und vermischen. Was ist? Warum erzählen Sie nicht weiter? Wie spät ist es? Kurz vor 5. 6 vor genau. Nein, ich habe nur überlegt, wie ich Ihnen das beschreiben soll. Schließlich haben wir ja beide keine Ahnung. Also das
interessante... Nein. Also das... Ja, das Eigenartige war, dass diese Musik, also diese Posaune, nicht Teil des Lärms von draußen wurde. Sie blieb ganz für sich, ganz isoliert, etwas Deutliches. Jeden Tag nur eine Stunde, von 4:30 bis 5:30, ganz pünktlich, jeden Tag. Könnten Sie noch mal aufmachen? Na? Alles in Ordnung. Sie meinen keine Leiche? Sind Sie sicher? Überall nachgesehen? Sicher, hab ich. Sie glauben ihm doch. Sie sehen es ja auch. Man würde es ihm wirklich ansehen. Also, was sagen Sie jetzt? Immer noch dasselbe. Er hat sie umgebracht. Sie können schon mal aufs Revier zurück. Ich komme danach. Ich höre mir hier noch ein paar Geschichten an. Wahrscheinlich bringe ich unseren Freund hier dann mit. Ob Sie das allein schaffen? Ich rufe einfach einen Taxifahrer. Der kann mir dann tragen helfen. Sagen Sie mal, was ich fragen wollte. Was meinten Sie vorhin, als Sie Ihren Kollegen fragten, ob er es versucht hat? Was? Ach so. Ich habe ihm gesagt, er solle bei jeder Leiche zuerst einmal sagen, steh auf und wandle. Oh Gott. Aber er macht's. Hören Sie? Er kommt jeden Tag ein Stück weiter. Das gefällt mir. Nicht schlecht. Kommen Sie ruhig rein. Sie sind früh heute. Ich habe früher Schluss gemacht. Wie geht es Ihnen? Sam, das ist... Wie heißen Sie eigentlich? Boyne. Boyne. Mr. Boyne ist Polizist. Das ist Sam Parker, mein Nachbar. Guten Tag. Guten Tag. Legen Sie die Sachen doch einfach auf den Kühlschrank. Haben Sie an den Whisky gedacht? Mr. Boyne ist ein Polizist, der im Dienst trinkt. Sind Sie jetzt im Dienst, Mr. Boyne? Ja, danke. Ohne Wasser. Nehmen Sie sich doch auch ein Glas, Sam. Sie wissen ja, wo Sie stehen. Und würden Sie noch etwas Wasser? Was ist passiert? Torwald wollte mich umbringen. Meine Geschichte klingt ganz anders. Wir haben unter dem Fenster Ihres Nachbarn die Leiche eines Mannes gefunden. Dieselbe Geschichte. Was? Torwald kam rein und wollte mich umbringen. Es gab einen Kampf und er fiel aus dem Fenster. Er ist tot. Was? Wer, wie, warum? Das sind die klassischen Fragen. Was? Nein, wer, wie, warum? Sie dürfen nicht immer nur was fragen. Sie fragen immer nur was. Er wollte es umbringen, Jeff. Sehen Sie jetzt, dass ich recht hatte, Sam? Aber wie? Schon besser. Aber jetzt verstehe ich nichts mehr. Wie er seine Frau umgebracht hat? Wieso glauben auch Sie, dass er seine Frau umgebracht hat? Das weiß ich nicht, Sam. Aber es ist ja auch egal. Was ist egal? Sehen Sie? Jetzt fragt er auch was. Ich meine, es ist egal, wie er sie umgebracht hat. Sicher hat er sie nicht erschossen. Erstickt. Mit dem Messer, was weiß ich. Darf ich mal telefonieren? Ja, bitte. Ja, Boyne hier. Geben Sie mir Pete. Pete? Hier ist Boyne. Was haben Sie rausgefunden? Na, dann tun Sie das. Ja, sofort. Ich will wissen, ob er verheiratet war, wo seine Frau ist, ob sie verreist ist, wann, wohin, mit wem, warum, alles. Ja, wer sie gesehen hat. Rufen Sie mich hier an, ja. Moment. 613-7487. Ja. Nein, mein Freund, ich fange nicht an, Ihnen zu glauben. Ich fange an zu beweisen, dass Sie spinnen. Na gut, Unrecht haben. Und Sie? Wieso glauben Sie ihm? Naja, glauben, es spricht einiges dafür. Oder ich will mal so sagen, es würde mich nicht so wundern wie Sie. Wundern, glauben, wo bin ich denn hier hingeraten? Das Einzige, was ich weiß, weil ich es gesehen habe, ist ein toter Mann.
an dessen Tod Mr. Jeffries hier zumindest nicht unschuldig ist. Und wenn er mir verspricht, den Whisky nicht mehr in den Kühlschrank zu stellen, dann gebe ich sogar zu, dass es, na sagen wir mal, kein kaltblütiger Mord war. Das ist doch schon mal was. Wenn Sie mir also zugestehen, dass ich Torvald nicht in meine Wohnung gelockt habe, um ihn umzubringen, weswegen, glauben Sie, war er dann hier? Weswegen ist Sam hier? Weswegen bin ich hier? Also da könnte ich Ihnen 782 Gründe nennen. Wissen Sie, was Sie mir die ganze Zeit noch nicht gesagt haben? Woher Torvald denn wusste, dass Sie wussten, dass er... Sie merken, komplizierter Satz, komplizierte Geschichte. Das können Sie aber so nicht sagen. Was? Er fragte wieder, was? Ich habe ihn angerufen. Ah, Sie haben ihn angerufen. Sie haben ihn angerufen und gesagt, guten Tag, Mr. Torvald, entschuldigen Sie bitte die Störung. Mein Name ist Jeffries. Ich wohne Ihnen gegenüber und habe gesehen, wie Sie Ihre Frau umgebracht haben, ja? Genau so war es. Wörtlich. Und dann habe ich noch gesagt, er solle doch bitte rüberkommen, um mich umzubringen. Dann hat er gesagt, und es macht Ihnen auch wirklich nichts aus, Mr. Jeffries? Dann habe ich gesagt, doch schon, aber ich würde einsehen, dass er es tun müsse. Und dann habe ich noch gesagt, ich würde ihm auch nicht viel Mühe machen. Ich säße hier mit einem gebrochenen Bein in Gips und ich würde mich nur ein ganz kleines bisschen wehren. Aber im Prinzip würde es ihm keine große Mühe machen. Da haben Sie ihn aber ganz schön reingelegt, was? Sie haben einfach Ihr Versprechen nicht gehalten, ne? Also gut. Sie haben ihn angerufen. Ja, wir haben ihn angerufen. Wir? Sam hier war dabei. Und? Naja, es war ein kurzes Gespräch. Schön, es war also ein kurzes Gespräch. Und weiter? Also, Jeff hier war davon überzeugt, dass Torvald seine Frau umgebracht hatte. Er hat mir alles erzählt, was er drüben beobachtet hat. Wahrscheinlich das Gleiche, was er mir die ganze Zeit erzählt hat. Ich weiß nicht, was er Ihnen erzählt hat. Es war nur so, dass ich... Naja, ich will nicht sagen, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Ich habe schon geglaubt, was er gesehen hat. Ich war nur nicht sicher, ob er daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat. Willkommen im Club. Nein, nein, jetzt sieht es doch anders aus. Das kann man sagen, ja. Wissen Sie, ich war skeptisch. Jeff war sicher. Jeff wollte ihn provozieren. Er hat Torvald angerufen, er wollte sehen, was dann passiert. Ja, ich wollte ihn provozieren. Wozu? Keine Ahnung, zu irgendetwas. Und? Hat es funktioniert? Ja, aber anders. Ach, Sie meinen... Ja. Also gut. Sie haben ihn angerufen. Ich sagte, ich wüsste, dass er ein Mörder sei. Provokativ. Und dann habe ich ihn gefragt, was es ihm denn wert sei, wenn ich den Mund halten würde. Na also, da haben wir es doch. Was? Ja, na, das Motiv. Was haben wir? Weswegen er jetzt tot ist. Weswegen er zu Ihnen rüberkam. Sie wollten ihn erpressen. Jeffries. Ja, für Sie. Danke. Boyne, hallo. Ich höre. Ja. Danke, Pete. Nein, Sie können dann nach Hause gehen. Mein Stichwort. Soll ich später nochmal vorbeikommen, Jeff? Wird nicht nötig sein, Sam. Also, dann. Seine Frau ist verreist. Pete hat mit seiner Nachbarin geredet und die sagt, seine Frau sei verreist. Sie habe Torvald heute Morgen getroffen, als er gerade vom Bahnhof kam. Hat sie sie gesehen? Mann Gottes, das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht einmal, wie Pete mit ihr geredet hat. Wahrscheinlich hat er nur angerufen. Und soll ich ihm mal was sagen? Das ist schon viel. Ich meine, was wissen wir denn? Sie wissen was, sagen Sie. Aber woher wissen wir denn, ob überhaupt was dran ist an dem, was Sie sagen? Sie haben mir noch nicht einmal erzählt, was Sie denn überhaupt gesehen haben. Ich habe gesehen, dass da draußen ein toter Mann liegt. Lag. Jetzt liegt er in der Gerichtsmedizin. Dort liegen noch ein paar andere tote Männer. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass es mir auf einen toten Mann mehr oder weniger nicht ankommt. Im Gegenteil. Mir kommt es auf jeden einzelnen toten Mann an. Und wissen Sie warum? Nicht, weil ich jedes Verbrechen aufklären will, sondern weil ich muss. Jeder einzelne von denen macht eine Menge Arbeit. Und zwar mir. Gut. Ihr Toter ist auch unklar. Aber nicht viel, nur ein bisschen. Andere, die da liegen, sind viel unklarer. Naja, vielleicht nicht unklarer, aber man merkt bei ihnen die Absicht. Der eine hat ein Loch im Kopf, dem anderen hat man die Kehle durchgeschnitten. Einer liegt sogar da ohne Kopf. Ich meine, da ist die Absicht doch ganz deutlich. Und ihrer,
Der ist aus dem Fenster gefallen. Oder Sie haben so ein bisschen nachgeholfen. Wissen Sie, man kann nicht alles aufklären. Ich nicht, keiner kann das. Mir reichen die groben Züge. Und in groben Zügen glaube ich Ihnen. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass ich Ihnen alles glaube. Und so schreibe ich das auch ins Protokoll. Ich werde so formulieren, dass es mir möglichst wenig Arbeit macht. Ich meine nicht das Protokoll, sondern was nachkommt. Kann ich mir noch einen nehmen? Bedienen Sie sich. Wissen Sie, mir könnte das ja egal sein. Vielleicht ist es mir sogar egal. Er ist tot. Mehr kann man ja nicht verlangen. Selbst wenn ich ein Gerechtigkeitsfanatiker wäre, müsste ich zufrieden sein. Bin ich aber nicht. Weder das eine noch das andere. Weder Gerechtigkeitsfanatiker noch zufrieden. Ob Sie mir glauben, das ist mir eigentlich egal. Naja, doch, glaub schon. Das Komische ist, ich weiß gar nicht mal, warum ich nicht zufrieden bin. Überhaupt nicht. Vielleicht ist es so, dass wenn man so rumsitzt wie ich, man sich ganz besonders hilflos vorkommt. Oder vielleicht ist es, weil es meinen Ordnungssinn stört. Und jetzt sage ich Ihnen was. Es war ein Unfall, ja. Aber es gab einen Moment in dem Kampf, wo ich ihn rausstürzen wollte. Ich wollte, dass er aus dem Fenster fällt. Ich wollte ihn nicht umbringen, aber ich wollte, dass er rausstürzt. Und wenn es mir in diesem Moment gelungen wäre, ihn rauszustürzen, ich hätte es getan. Ja, vielleicht ist es deswegen. Seelenqual, ne? So einen wollte ich schon immer mal kennenlernen. Eine halbe Sekunde was Falsches gedacht und das Gewissen pocht für den Rest des Lebens. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich mache Schluss für heute. Der Bulle geht nach Hause, der Rest von mir bleibt hier. Als Bulle habe ich den Fall abgeschlossen. Als Trinker höre ich Ihnen noch ein bisschen zu. Sie erzählen, ich trinke. Sie können mittrinken. Wir sitzen hier, zwei einsame Männer, reden wenig. Ich rede wenig, Sie werden das wahrscheinlich nicht schaffen. Trinken viel, zynisch, einsam, abgebrüht. Wie im Kino. Ich Bogart, du Mitchum. Weil Mitchum der Intelligentere ist. Nein, weil Bogart so schrecklich sensibel ist. Sind Sie wirklich so, wie Sie reden? Meinen Sie äußerlich oder innerlich? Jetzt passen Sie mal auf. Da. Na? Was sehen Sie? Ah ja. Und das macht sie jeden Abend? Ja, jeden Tag. Immer zur selben Zeit. Und Sie sehen ihr jeden Tag dabei zu? Finden Sie es schlecht, Gewohnheiten zu haben? Oder finden Sie es einfach nur eine schlechte Gewohnheit? Und Sie? Würden Sie wegschauen? Wegschauen? Nein. Hinschauen aber auch nicht. Zumindest nicht jeden Abend. Sie meinen, Sie würden nicht extra früher nach Hause gehen, um ihr dabei zuzusehen? Ich würde noch nicht einmal an ein anderes Fenster gehen, um besser sehen zu können. Macht es Ihnen Spaß, zuzusehen? Meinen Sie ihr oder überhaupt? Ihr und überhaupt. Spaß macht, was danach kommt. Hier, nehmen Sie eine von meinen. Was kommt denn danach? Das Nachdenken. Ich denke darüber nach, was ich gesehen habe. Zusehen allein reicht Ihnen wohl nicht, was? Ja, zusehen allein reicht nicht, nein. Sie glauben gar nicht, wie lange man zusehen kann, ohne etwas zu wissen. Allerdings würden Sie sich wundern, wenn Sie wüssten, wie gut man sich alles merken kann, was man gesehen hat, ohne etwas zu wissen. Ich hätte mir ja denken können, dass Sie für Ihre schlechten Gewohnheiten auch noch eine Theorie haben. Das ist keine Theorie, sondern eine Erfahrung. Und was machen Sie mit Ihren Erfahrungen? Eine Theorie draus? Nein, Mr. Boyne. Ich merke sie mir, ich setze sie zusammen. Ich spiele damit rum, ich probiere, ob sie zusammenpassen. Nein, Mr. Jeffries,
Das werde ich nicht tun. Was? Was werden Sie nicht tun? Sie fragen, ob denn alles zusammenpasst, was Sie gesehen haben. Weil Sie dann sicher wieder von vorne anfangen mit Ihrer Mordgeschichte. Also gut, wenn Sie mich schon fragen, ob alles zusammenpasst. Sehen Sie, genau das ist es, weswegen ich Ihnen nicht wirklich glaube. Weil Sie behaupten, es passe alles zusammen. Es passt nie alles zusammen. Und wenn irgendwo alles zusammenpasst, dann sagt mir meine Erfahrung, dass das kein Fall ist für die Polizei, sondern eher für den Psychiater. Das ist meine Theorie. Ach, Sie meinen, entweder lüge ich oder ich spinne. Oder? Warum denn wählen, wenn man beides haben kann? Wissen Sie, Sie sind einfach penetrant. Oder, um mich für den Abend erkenntlich zu zeigen, Sie sind sehr anspruchsvoll. Ich meine, wie ist denn Ihre Situation? Kennengelernt haben wir uns doch beruflich, oder? Weil unter Ihrem Fenster ein toter Mann lag. Das Letzte, was er sah, war der Blick aus Ihrem Fenster. Sie geben zu, dass Sie ihn, dass Sie ihn zumindest ein bisschen geschubst haben. Ohne Absicht. Aber immerhin. Also, ich will das nicht alles wiederholen, was Sie mir da so aufgetischt haben, aber Ihre Geschichte meandriert sich durch so ziemlich alle Unwahrscheinlichkeiten, die man sich denken kann. Und zum Schluss sagen Sie, der Ermordete ist schuld. Nun gut, so sagen Sie es zwar nicht, aber viel fehlt nicht mehr dran. Und was passiert? Was ist dabei rausgekommen? Sitzen Sie im Knast und telefonieren verzweifelt nach einem Anwalt, der wenigstens für Geld so tut, als müsse er nicht über Ihre Geschichte lachen? Nein, überhaupt nicht. Nichts von alledem. Sie sitzen hier zusammen mit dem Polizisten, der Sie eigentlich verhaften müsste, und schauen gemeinsam mit ihm aus dem Fenster. Und was tun Sie? Anstatt sich zu freuen, dass der nicht genauer nachfragt, sondern mit Ihnen gemeinsam aus dem Fenster schaut, versuchen Sie ihn dazu zu bringen, dass er Fragen stellt. Was sind Sie eigentlich für ein Polizist? Sie haben eben meandriert gesagt. In meiner Klasse. Und ich rede jetzt nicht von der Polizeischule, wo man beigebracht bekommt, dass Erfahrungen besser sind als jede Theorie. Also, in meiner Klasse, da war ein Junge, der hat jeden Tag 5 Fremdwörter gelernt. Genau 5 Stück. Jeden Tag. Das Dumme war, er hat vergessen zu lernen, bei welcher Gelegenheit sie anzuwenden waren. Den Fehler habe ich nicht gemacht. Ich habe jeden Tag nur 2 gelernt, aber mit Gelegenheit. Ich meine, ich kann zwar jetzt weniger als er, kann aber mal öfter eins anwenden. Meandriert habe ich übrigens eben zum ersten Mal benutzt. Seit mindestens 30 Jahren kenne ich das Wort. Und gerade eben hatte ich zum ersten Mal die Gelegenheit, es zu benutzen. Und es ist gleich beim ersten Mal bemerkt worden, Mr. Jeffries. Ich danke Ihnen. Bitte, danke. Bitte. Aber das Wort hört man auch wirklich selten. Ja, das sagte ich doch. War das Ihr erster Toter? Sie sind auch mein erster Polizist. Und? Wie fühlen Sie sich? Na gut, die Frage ist komisch. Ach was, sie ist gar nicht komisch. Es sind nur zu einfache Wörter für eine komplizierte Sache. Sie haben recht. Die Sache ist kompliziert. Ich fühle mich nicht besonders. Ich meine, ich fühle nichts Besonderes. Wissen Sie, für Sie sieht das Ganze ganz anders aus als für mich. Sie sagen, er ist tot, weil ich ihn aus dem Fenster geworfen habe. Schluss. Ihnen reicht das, mir aber nicht. Hinter jeder Ursache gibt es immer noch eine andere Ursache. Ich habe ihn aus dem Fenster geworfen, weil er mich aus dem Fenster werfen wollte. Er wollte mich aus dem Fenster werfen, weil ich etwas herausgefunden habe. Ich habe herausgefunden, dass er seine Frau umgebracht hat. Ja. Richtig. Dass er seine Frau umgebracht hat. Na und? Soll ich jetzt ins Leichenschauhaus gehen und ihn verhaften? Ja? Sie meinen, die Wahrheit interessiert Sie nur, wenn Sie auch Konsequenzen draus ziehen können? Die Wahrheit interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur, dass kein Mörder frei rumläuft, draußen oder drinnen. Wenn der da draußen ein Mörder war, kann er jetzt nicht mehr frei rumlaufen. Und wenn Sie hier drinnen einer sind, rumlaufen können Sie auch nicht. Ja. Warum sind Sie eigentlich Polizist geworden? Wissen Sie was? Die meisten Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von der Polizei. Sie meinen, die Polizei sei zuständig für Gerechtigkeit und Recht und Moral, für lauter abstrakte Dinge. Nein. Die Polizei ist zuständig für ganz konkrete Dinge. Dafür, dass keiner sein Auto dort parkt, wo ein ganz konkretes Schild steht.
dafür, dass keiner über die Straße geht, wenn in der Ampel ein Lämpchen mit einer ganz bestimmten Farbe leuchtet. Und in einem ganz konkreten Buch steht an einer ganz konkreten Stelle, dass man sich da auf die Farbe Rot geeinigt hat. Hm? So einfach ist das. Das ist überhaupt nicht einfach. Moralisch sein ist einfach. Gerechtigkeit ist einfach. Alles, was abstrakt ist, ist einfach. Schwierig wird es erst, wenn es konkret wird. Je konkreter, desto schwieriger. Was ist Ihre Art, hinter die Dinge zu kommen? Man kann gar nicht hinter die Dinge kommen. Denn hinter den Dingen ist nichts, als dass da wieder andere Dinge sind. Ach, und wie lösen Sie Ihre Fälle? Haben Sie überhaupt schon mal einen Fall gelöst? Habe ich, Mr. Jeffries, habe ich. Und zwar alle. Und zwar genauso. Also gut. Einmal angenommen, jemand erzählt Ihnen, er wüsste von einem Mord. Was würden Sie tun? Die Leiche sehen wollen. Es gibt keine. Das kann ja nicht sein. Weil Mord die unbefugte Herstellung einer Leiche ist. Wenn es keine Leiche gibt, dann kann es auch keinen Mord gegeben haben. Wenn es aber einen Mord gegeben hat und jetzt keine Leiche da ist, dann ist sie weg. Also hätten Sie nicht sagen dürfen, es gibt keine, sondern Sie hätten sagen müssen, der Mörder hat die Leiche weggeschafft. Der Mörder hat die Leiche weggeschafft. Wohin? Wie? Weiß ich nicht. Merken Sie es? Was? Dass es so nicht geht. Jeffries. Ja, der ist noch hier. Für Sie. Boyne. Ja. Wir sehen zusammen aus dem Fenster. Ja, das auch. Mhm. Mein Gott, sind Sie ehrgeizig. Na gut, Sie sind nicht ehrgeizig. Gut, Sie sind fleißig. Ach, mein Gott, ich kritisiere Sie doch gar nicht. Ich will Ihnen bloß was Nettes sagen. So? Was? Ja, ja, tun Sie das. Gut. Also dann, Mr. Jeffries, sehen, hören, wissen, glauben, denken. Verstehen Sie? Jedes einzelne Wort, ja, sonst absolut nichts. Wenn Sie mir jetzt Ihre Geschichte erzählen, dürfen nur Sätze vorkommen mit sehen und hören. Wann immer Ihnen ein Satz einfällt, in dem die Wörter wissen oder glauben oder denken vorkommen, überspringen Sie ihn einfach. Schaffen Sie das? Glaube schon. Halt! Also gut. Ich will sehen, dass es sich machen lässt. Gut, weiter so. Also, wo soll ich anfangen? Sie haben gesagt, das Erste, was Ihnen aufgefallen sei, sei der Musiker gewesen. Wann ist Ihnen Torwald aufgefallen? Erstens wann? Zweitens was? Tja. Also, das kann ich nicht genau sagen. Ich meine, wann? Er ist mir nicht besonders aufgefallen. Ich werde ihn wohl in den ersten Tagen gesehen haben, wie alle anderen gegenüber auch. Gleich zu Anfang, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist gut, Mr. Jeffries, das ist sehr gut. Was? Dass Sie gleich zu Anfang etwas nicht wissen. Nur so kommen wir weiter. Erzählen Sie mir mehr von dem, was Sie nicht wissen. Erzählen Sie mir alles, was Sie nicht wissen. Und was ist Ihnen an ihm aufgefallen? Weiß ich nicht. So genau will ich es gar nicht wissen. Ich will es genauer wissen. Ich habe mich mal in eine Frau verliebt, die sich gerade ein Glas Blaubeermilch über ihr Kleid gekippt hatte. Ich meine, das war nicht der Grund, dass sie sich bekleckert hatte, sondern der Anlass, genauer hinzusehen. Verstehen Sie, was ich meine? Natürlich. Sie wollen auch mal ein bisschen von sich erzählen. Na Gott sei Dank, Sie verstehen mich. Endlich mal einer, der mich versteht. Also, nachdem sie sich so bekleckert hatte, mit Blaubeermilch, wie gesagt... Also, wissen Sie, das Erste... Also, das waren alles nur Kleinigkeiten. Da kam eins zum anderen. Ja, genau das ist es ja, was ich will. Kleinigkeiten. Je mehr, desto besser. Je konkreter, desto besser. Aber das ist es ja. So konkret war das alles gar nicht am Anfang, meine ich. Also, das Erste, was mir auffiel, war sein Blick. Sein Blick war falsch. Wunderbar. Sein Blick war falsch. Tote Augen. Irre Augen, stechende Augen, Mordlust, die Augen eines Mörders. Und ich hatte schon gehofft, das hätten wir hinter uns. Ich sagte, sein Blick. Wenn ich sage, ich habe etwas im Blick,
Dann ist das doch etwas anderes, als wenn ich sage, ich habe etwas im Auge. Sein Blick stimmte nicht. Augenblick, Mann. Nein, jetzt hören Sie zu. Donnerstagmorgen. Sie müssen bedenken, ich hatte länger als eine Woche hier am Fenster gesessen. Da hatte sich schon vieles einige Male wiederholt. Ich meine, ich hätte Ihnen von den meisten Leuten gegenüber die Gewohnheiten erzählen können. Wann sie zu Bett gingen, wann sie morgens aufstanden, wer wann über Mittag nach Hause kam, wer nur zum Einkaufen das Haus verließ, wer um wie viel Uhr den ersten Trink nahm. Eben lauter Kleinigkeiten, lauter konkrete Kleinigkeiten. Und nach ergaben die ein Bild. Und nach ein paar Tagen hatte ich dieses Bild schon so oft gesehen, dass ich gar nicht mehr genau hinsehen musste, um es zu sehen. Ich erkannte es auf einen Blick wieder. Das ist wie wenn Sie nach Hause kommen und sofort sehen, dass etwas verändert ist. Was das ist, das müssen Sie dann suchen. Und an diesem Morgen war sein Blick anders. Ja. Ja. Aber damit konnte ich zuerst nichts anfangen. Glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, ob jemand am Fenster steht, eine Zigarette raucht und währenddessen in die Landschaft oder den Hinterhof schaut? Oder ob jemand sich ganz gezielt nach etwas ganz Bestimmtem umsieht? Würden Sie sich zutrauen, diesen Unterschied zu sehen? Nicht auf 3 Kilometer, aber, naja, ich denke schon, ja. Sehen Sie, und an diesem Morgen hielt Torwald nach etwas Ausschau. Er stand nicht wie sonst am Fenster und rauchte und guckte so rum. Nein. Zum Beispiel lehnte er sich aus dem Fenster, um die Hausecke zu sehen. Also er hat jedes einzelne Fenster auf dieser Seite einzeln nacheinander angesehen. Wissen Sie, er hat nicht etwas Bestimmtes gesucht. Es war eher so, als wollte er alles prüfen. Gut. Aber das allein war es nicht. Es war noch etwas anderes. Und auf einmal sah ich, was anders war als sonst. Das Rollo im Schlafzimmer war noch unten. Sonst war es immer so, das Rollo im Schlafzimmer geht hoch, dann das Rollo im Wohnzimmer, dann die Küche. Und dann kommt Torwald und raucht seine Zigarette. Seine Frau will heute mal länger schlafen. Das Rollo klemmt. Er hat beschlossen, von heute an sein Leben zu ändern. Das Problem ist, Sie sind Polizist und die Polizei kommt immer hinterher. Sie sind nie dabei. Hinterher wird alles eine Geschichte. Sie bekommen alles erzählt. Erst wenn etwas vorbei ist, kann man es erzählen. Ja? Und was man erzählt, hat schon eine Bedeutung. Irgendeine, aber es hat eine. Wenn Sie dabei sind, dann wissen Sie gar nicht, dass Sie gerade etwas erleben. Na, Gott sei Dank. Sie saßen also nicht an Ihrem Fenster und dachten, oh Gott, wie furchtbar das Schlafzimmerrollo ist unten. Richtig, Mr. Boyne. So leicht bringt mich nicht was aus der Fassung. Na, um ehrlich zu sein, es fiel mir erst abends auf. Sie wollen sagen, Sie brauchten 8-9 Stunden, um zu merken, dass das Rollo unten ist? Nein, nein, nein. Abends fiel mir auf, dass es den ganzen Tag unten war. Das ist was ganz anderes. Wissen Sie, ich saß morgens nicht am Fenster und dachte, das ist aber verdächtig, wie Torwald gerade aus dem Fenster sieht. Oder jetzt lässt er auch noch das Rollo im Schlafzimmer unten. Während ich es sah, kam es mir wahrscheinlich nicht seltsam vor. Es kam mir erst seltsam vor, als ich mich später daran erinnerte, dass ich es gesehen hatte. Weil ich nämlich in der Zwischenzeit noch anderes gesehen hatte. Und anderes eben nicht. Seine Frau nämlich. Die hatte ich den ganzen Tag lang nicht gesehen. Bis heute nicht mehr. Bis jetzt könnte es doch noch so aussehen. Das Rollo war kaputt. Er wollte mal sehen, ob außer ihm noch jemand ans Küchenfenster muss, um seine erste Zigarette zu rauchen. Und seine Frau ist krank. Ich meine, viel ist das ja noch nicht, was Sie da haben. Es ist aber erst 7, ja? 7:15. Es ist noch ganz früh am Morgen, Mr. Boyle. Der Tag hat gerade mal angefangen. Und dann? Das ist doch mal eine sinnvolle Frage. Ja. Dann war es wie jeden Tag. Sam kam später, um zu fragen, ob ich etwas brauchte. Dann habe ich ein bisschen in der Zeitung rumgeblättert. Und dann habe ich wieder aus dem Fenster gesehen. Und dann sah ich plötzlich Torwald wieder. Das war kurz nach 4, 4:15 vielleicht. Bis zu der Zeit hatte ich ihn den ganzen Tag lang nicht gesehen. Das war auch neu. Es sah so aus, als sei er gerade nach Hause gekommen. Er hatte noch den Mantel an, seinen Hut auf. Wo? Was? Wo Sie ihn gesehen haben? Im Wohnzimmer. Er stand am Wohnzimmerfenster und
sah wieder herüber, genau wie am Morgen. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Er interessiert sich überhaupt nicht fürs Schlafzimmer. Er schaut nicht mal rein. Sie meinen, das müsste er aber, wenn seine Frau krank im Bett liegt den ganzen Tag. Und Sie, meinen Sie das nicht? Naja, wahrscheinlich. Ja, aber er geht nicht ein einziges Mal ins Schlafzimmer. Kein Blick. Sitzt einfach im Sessel. Ganze Stunde. Nur länger als eine Stunde. Und dann steht er auf und holt sich was zu trinken. Immer noch in Hut und Mantel. Setzt sich wieder hin. Trinkt, steht wieder auf, kommt ans Fenster, macht sich eine Zigarette an, raucht. Und das war jetzt völlig anders als am Morgen. Jetzt starrte er nur raus. Ich hätte ihm zuwinken können, ich bin sicher, er hätte es nicht wahrgenommen. Er starrte einfach nur vor sich hin. Jeffries. Ja, ja, immer noch. Hier für Sie. Ja. Ja, das sollten Sie tun. Mhm. Ja, ja, machen Sie das. Das sehe ich auch so. Weiß ich nicht. Was? Na, ich höre ihm zu. Naja, es gibt Schlimmeres. In Ordnung. Vor sich hin. Was? Sie waren bei, er starrte vor sich hin. Richtig, ja. Ja, dann kam Sam kurz zu mir rein. Ein paar Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde höchstens. Und als ich danach wieder aus dem Fenster sah, war Torvald weg. Dann sehe ich ihn aber wieder, nicht mehr am Fenster, sondern hinten im Wohnzimmer. Und es war zuerst schwer zu erkennen, was er da machte. Es sah aus wie eine seltsame Art von Gymnastik. Es gibt nur seltsame Arten von Gymnastik. Ja, aber es war natürlich keine Gymnastik, sondern er packte einen Koffer, nahm sorgfältig einen Teil nach dem anderen aus dem Schrank und packte es in den Koffer. Lauter Frauensachen. Er schaffte die Sachen seiner Frau weg. Er half seiner Frau beim Kofferpacken? Dann ging er, und zwar allein mit dem Koffer weg. Wie viel Uhr? 6:40. Nein, um wie viel Uhr ging er weg? Ach so, 5:30 vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, ja. Und dann blieb er ungefähr eine Stunde weg. Und dann kam er zurück. Ohne Koffer? Ohne Koffer. Und das Erste, was er tut, er geht ins Schlafzimmer. Dann dauert es ein paar Minuten, so eine Viertelstunde vielleicht, und auf einmal geht das Rollo hoch. Jetzt bin ich aber gespannt. Seine Frau ist weg. Und Torvald fängt an, das Bett leer zu räumen. Aha. Also hat das Rollo doch nicht geklemmt. Und seine Frau war auch nicht krank. Er hat sie nachts umgebracht. Am nächsten Morgen hatte er ein so schlechtes Gewissen, dass sie es ihm quer über den Hinterhof angesehen haben. Dann hat er überlegt, wie es jetzt weitergehen soll. Dann hat er alle ihre Sachen weggeschafft und angefangen, die Spuren zu beseitigen. Und als sie ihn merken ließen, dass ihm jemand auf die Schliche gekommen war, nämlich sie, da hat er versucht, sie aus dem Fenster zu werfen, wobei sie ihm zuvorgekommen sind. Und wo ist die Leiche, Mr. Jeffries? Ich meine, die seiner Frau. Nicht im Koffer, nicht im Bett, drunter auch nicht. In seiner ganzen Wohnung, keine Leiche. Oder haben Sie gesehen, wie er sie rausgeschafft hat, aber bisher nur vergessen, es zu erwähnen? Hm? Das ist bestimmt wieder für mich. Hallo. Stimmt, für Sie. Ohne Sie zu fragen, tut er aber auch keinen Schritt. Doch, manchmal schon. Aber dann erzählt er es mir hinterher. Na? Hm? Tatsächlich? Nein, das ist schon in Ordnung. Ja? Ja? Verdammt nochmal, Piet, nun sagen Sie schon. Ja? Was? Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Sehr gut. Ach, übrigens, haben Sie es wieder versucht? Wieder nichts? Machen Sie sich nichts draus. Einbetoniert. Was? Torvald hat die Leiche einbetoniert. Im Stockwerk über ihm. Was? Piet war drüben und hat sie gefunden.
Was? Sie fragen jetzt schon zum dritten Mal was. Sie versuchen mich seit Stunden von einem Mord zu überzeugen. Und wenn dann das Opfer gefunden wird, sind Sie so fassungslos, dass Sie immer nur was sagen. Und jetzt? Ist die ganze Sache zu Ende? So schnell können Sie gar nicht erzählen, wie wir einen Fall aufklären. Richtig. Jetzt ist die ganze Sache zu Ende. Sie hörten Der Mann gegenüber. Hörspiel von Norbert Jochum. Nach Motiven der Erzählung Rear Window von Cornel Woolrich.